Name ist... Unwalds Vater war hier, um sich zu erholen. Wir sind im Vorteil. Vater war hier, um sich zu erholen. Vielleicht hat ihn jemand gehen sehen. Strecke deine Flügel, Sünen. Unwalds Vater war hier, um sich zu erholen. Vielleicht hat ihn jemand gehen sehen. Bist du die oberste Schwester? Bitte, tu mir nichts. Diese armen Seelen brauchen mich. Ganz ruhig, Schwester. Lord Hunwald schickt mich. Ich möchte nur mit dir reden. Hunwald? Dass ich diesen Namen noch einmal höre? Dir und den anderen wird nichts geschehen. Ich will nur euren Aldermann finden. Wenn ich irgendetwas sage, riskiere ich meinen Kopf. Und wenn der rollt, folgen mir diese armen, kranken Menschen ins Grab. Der Aldermann würde zustimmen. Je schneller ich ihn finde, desto eher verschwinden diese lungernden Wachen aus dem Hospizium. Wie gut das wäre. Er kam in schlechtem Zustand an und wir konnten ihm kaum Linderung verschaffen. Dann tauchten plötzlich Wachen auf und brachten ihn weg, ohne mich anzuhören. Ich hörte sie über ein Badehaus reden. Es gibt aber in Linkolne kein intaktes Badehaus. Vielleicht meinten sie die alten Ruinen südlich von hier, bei der östlichen Mauer. Die Ruinen südlich von hier. Ich werde mich umsehen. Danke. Ich bete, dass du ihn findest. Er braucht dringend Hilfe. Nicht in unsere Tunnel lassen sollen, wenn du mich fragst.
nicht. Das sind tiefe Tunnel. Ist der Aldermann in ein Versteck unter den Straßen von Lincoln geflohen? Von einem Schlammpriester getauft. Dieser Ort wird gut bewacht. Unsere Wegen tummeln sich überall Mercer. Man kann nicht mal zwischen hier und Bolingbrook pissen, ohne um einen gottlosen Handel gebeten zu werden. Schmuggeln wird immer schwierig sein. Trotzdem besser als Tribut zu zahlen. Klassischen Krone nie wieder beugen. Thank you.
Wurde gekämpft. Aber um was? Ein Kampf zwischen Edellingen und Räubern. Die Räuber sind dabei nicht gut weggekommen. Ein edles Gewand mit dem Bild eines Schwans. Hier muss der Aldermann entlang gekommen sein. Wäre nützlich, wenn ich wüsste, wofür. Ein sächsischer Edelmann hat Räuber dafür bezahlt, durch diesen Tunnel zur Holingbrook-Feste schleichen zu können. Die mersischen Edelinge haben einen Pakt mit Räubern geschlossen. Sie haben Wegezoll für diese Höhlen bezahlt. Als es soweit war, haben die Räuber die Edellinge überfallen. Aber es lief wohl nicht nach Plan. Im Kampf verlor der Aldermann sein Gewand. Aber er entkam und lief Richtung Bolingbrook-Feste. Das ist meine beste Fährte. Luft. Diesen Wachen entgeht nichts. Ah!
nicht in die Feste gehen. Ist da alles auf Kalt? Halt dich lieber aus dieser Angelegenheit raus. Das geht dich überhaupt nichts an. Zeit ist um. Thank you.
Ich bin auf der richtigen Spur. Die Feste wird gut gemacht. Alles ist vorbereitet. Sollen wir mit dem Waschen beginnen? Ha! Wer da? Sei willkommen. Bist du hier, um deinem Herren Aldermann Tribut zu zollen? Ich hörte Stimmen, als ich hereinkam. Habt ihr beide geredet? Spricht sein Huga durch dich? Ich bin nicht sicher, wieso es geschieht, aber die Worte entstehen in mir und ich verleihe ihnen eine Stimme. Oft klingen sie nach meinem lieben Herrn. Kann ich ihn um etwas bitten? Im Auftrag seines Sohns Hunwald? Du kannst es versuchen, aber in Gegenwart anderer schweigt er für gewöhnlich. Warum wurde der Tod des Aldermanns vertuscht? Die Menschen von Lincolnshire sollten das wissen. Allen voran Hunwald. Als die Wachen ihn in meiner Obhut gaben, sollte ich das geheim halten, bis zu einer verabredeten Zeit. Als ich fragte, wer dies veranlasst habe, schlugen sie mich. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe alles gesehen, aber Hunwald braucht einen Beweis. Natürlich. Du darfst gerne seine Sachen durchsuchen. Ich bin nur nicht sicher, was sich am besten dafür eignen könnte. Ich finde etwas. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich frage auch nicht. Ja, das dachte ich auch. Beunruhigend. Ekelhaft. Überall Rattendreck. Selbst im Tode ist mein Herr gut zu allen Wesen Gottes. Ein Puder aus getrockneten Beeren und Kräutern. Die Zeit zwischen seinem Ableben und seiner Beerdigung ist länger als gewöhnlich. Mein Lord muss ansehnlich bleiben für die Zeremonien. Eine Kiste mit muffigen Kleidern. Und eine Brosche mit einem Wappen. Das Haus des stürmischen Schwans. Das sollte reichen. Ich bringe diese Brosche zu Hunwald nach Lincoln zurück. Ich hoffe, er kann diese Neuigkeiten ertragen.
Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Gut und helfe! Eivor, wie steht es? Dein Vater ist tot. Bitte, was? Das Siegel von Hundbjörns Haus. Es lag bei seiner Leiche. Nein. Nein, das kann nicht sein. Er war stark. Eine Säule von Lincoln ist hier. Er kann nicht tot sein. Armer Junge, es tut mir so leid. Ich bin ein Mann, Achab. Hörst du, ich bin ein Mann und meines Vaters Sohn. Vergiss das nicht. Er war schon seit längerer Zeit tot. Das hat man seiner Leiche angesehen. Einer von euch weiß mehr, als er zugeben mag. Es tut mir leid, Hunwald. Ich hatte bereits einen Priester für die letzte Ölung bestellt, als dein Vater verschwand. Was? Ich habe es dir nicht eher gesagt, weil ich gehofft hatte, dass er durch ein Wunder überlebt. Du hast gelogen! Du dummes, weinerliches Mondkalb! Bist du nie erwachsen? Der Herr erbarme sich dieser Frau. Sie hätte etwas sagen sollen. Das wäre ihre Pflicht gewesen. Es braucht einen neuen Alderman. Und König Ciolwulf muss diese Wahl treffen. Endlich sind wir uns einig, Eivor. Die Edelinge werden in einem Schiergemot einen neuen Kandidaten wählen. Der muss sich dann vor dem König behaupten. Was genau ist das, dieses Schiergemot? Es ist eine Ratsversammlung der Lords. Wir treffen uns, um den Kurs der Schiers zu bestimmen. Ich wollte schon länger eine Versammlung einberufen. Aber inmitten all der Probleme in Lincoln und den Überfällen der Räuber sind wir bequem geworden. Irgendwer in diesem Schier will Hunwalds Tod. Wenn es sein muss, werde ich ein Heer auftreiben, damit dieses Treffen kein Hinterhalt wird. Ein Schiergemot ist eine gesetzes- und gottestreue Versammlung. Hunwald wird ebenso sicher sein wie du.
Wer wird sich außer Hunwald noch als Aldermann zur Wahl stellen? Wenn ich so direkt sein darf, würde ich meine Wenigkeit vorschlagen. Unter meiner Obhut ist der Schier in der letzten Zeit zur Ruhe gekommen. Ich biete mich auch an. Meine Familie ist schon lange mit diesem Land verbunden. Und ich behaupte, dass mich eine gute Freundschaft mit den Dänen im Norden verbindet. Gut. Meine Priester werden die Versammlung im Schier kundtun. In wenigen Tagen wird sie stattfinden. Besuch doch mal mein Anwesen, Eivor. Ich habe etwas für dich, das dir gefallen dürfte. Das werde ich tun. Eivor, auf ein Wort, wenn du gestattest. Ein christliches oder ein heidnisches? Mein Verhalten bei unserer ersten Begegnung tut mir aufrichtig leid. Ich behandelte dich nicht, wie Gott es befiehlt, mit Nächstenliebe und Güte. Nächstenliebe ist schwer zu befehlen. Mag sein. Hab jedenfalls Dank, dass du dieses Geheimnis gelüftet hast. Ich hoffe, du wirst bei der Versammlung dabei sein. Und Björns Tod ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich muss Hunwald finden, bevor sie erneut zuschlagen. Ach, er wird ihn trösten wollen. Ich sollte ihr folgen. Sünen, leite mich. Mhm.